Hallo, ich bin die Rebecca Insam und in den nächsten Sekunden möchte ich euch gerne mein Beleuchtungskonzept vorstellen. Daran ist besonders, dass Mensch und Tee berücksichtigt werden und das bei angenehmer Atmosphäre. Beleuchtete Flächen nehmen weltweit um ca. 2% jährlich zu. Viele Lebewesen werden dabei vom Licht gestört. Auch der 800 Meter lange Wallweg wird von geschützten Tieren bewohnt. Tagsüber ist der Weg angenehm atmosphärisch, nachts jedoch fast nicht zu erkennen. Um Mensch und Tier gerecht zu werden, habe ich mich an einen Leitfaden orientiert. Nur dort, wo nötig, warme Lichtfarben, niedrige Beleuchtungsstärken, auf Lichtpunkthöhe und Richtung achten und nur dann, wenn nötig. Durch intelligente Steuerung wird der Weg einige Meter vor und nach den Spazierenden beleuchtet. Die Spuren machen neugierig und laden ein, ihnen nachzufolgen. Das warme Licht untermalt dabei die märchenhafte Atmosphäre. Von innen leuchtende Kreisbänke bieten Raum für Geselligkeit und der Ausblick in die historische Stadt lässt sich dadurch noch viel besser genießen.